Goldman Sachs. Eine Bank lenkt die Welt. Diese Dokumentation über das Netzwerk von Goldman Sachs zeigt auf, dass die Politik von der Finanzelite durchzogen ist und zugunsten weniger Geldherrscher eine ganze Welt finanziell in den Ruin getrieben wird. Goldman Sachs. Eine Bank lenkt die Welt. Unter diesem beunruhigenden Titel strahlte das zweite deutsche Fernsehen, kurz ZDF, bereits am 13. November 2012 eine erhellende und äußerst aufschlussreiche Sendung aus. Doch was geschah seither? Unterm Strich gar nichts. Klagemauer-TV-Zuschauer fragten sich, warum das so ist. Die Antwort scheint eine einfache zu sein. Solange man dramatische Wahrheiten im Rahmen einer Unterhaltungssendung ausstrahlt, reagiert das Publikum nebst vielem Lachen auf weiter nichts. In der Hoffnung auf das Eingreifen der Staatsanwaltschaften erreichte uns eine eingegangene Klage in Form jener 2012 vom ZDF vermittelten Daten noch einmal in aller Ernsthaftigkeit. Hier geht es ganz offensichtlich nicht um eine Verschwörungstheorie, sondern um Verschwörungstatsachen. Nicht weiter dürfen finanzielle Interessen und Machtinteressen über dem Wohl des Volkes stehen. Nicht weiter darf zugunsten weniger Plutokraten, sprich Geldherrschern, eine ganze Welt finanziell in den Ruin getrieben werden. Doch sehen Sie selbst, welch unheimliches Netzwerk bereits 2012 sichtbar wurde. Die Frage stellt sich mit Recht. Warum wurde bislang weder die Staatsanwaltschaft noch der Verfassungs- oder Staatsschutz aktiv? Sind auch Sie Teil dieses verderblichen Netzwerkes? Neues aus der Anstalt vom 13.11.2012. Die Bananenrepublik. Ausgestrahlt im ZDF. Als Barack Obama wiedergewählt wurde, dachten viele, dass möglicherweise ein neues Zeitalter begonnen hat, weil am Ende doch nicht das große Geld entscheide. Denn immerhin hatten die Wall Street, die Finanzindustrie und die Banken doch sehr auf Mitt Romney gesetzt und viele Milliarden in diesen Wahlkampf gesteckt. Dennoch kam wie durch Zauberhand Obama auf den Thron. Und bevor sich falsche Hoffnungen einschleichen, soll Ihnen diese Dokumentation beweisen, dass da kein Anlass zum Optimismus besteht und dass es für eine Bank wie Goldman Sachs wirklich keine Rolle spielt, wer da gerade den amerikanischen Präsidenten spielt. Warum das? Ganz einfach, weil Goldman Sachs genug eigene Leute hat. Goldman Sachs ist stets ein großer Krisengewinner, der immer wieder milliardenschwere Quartalsgewinne ausweisen kann. Der US-Chef von Goldman Sachs ist Lloyd Blankfein, ein Mann, der in der Bronx aufgewachsen ist und es daher recht gut versteht, andere zu übervorteilen. Der deutsche Chef von Goldman Sachs ist Alexander Dibelius und Vorsitzender für das internationale Geschäft bei Goldman Sachs ist der Ire Peter Sutherland, ein Ire, ehemaliger EU-Kommissar und Mitglied der Trilateralen Kommission. Die Trilaterale Kommission ist eine kleine private Politikberatung in Washington. Da sitzen 300 bis 400 Leute mit sehr viel Macht. In der Trilateralen Kommission sitzen zum Beispiel Leute wie Lukas Papademos, der griechische Übergangsregierungschef oder bis vor kurzem auch noch der italienische Regierungschef Mario Monti. Was verbindet Monti und Papademos darüber hinaus? Man höre und staune, beide waren einmal bei Goldman Sachs. In der Trilateralen Kommission sitzt aber auch Paul Wolfowitz. Paul Wolfowitz war einmal Chef der Weltbank, musste dann aber wegen einem gut bezahlten Jobdeal mit seiner Freundin seinen Posten abgeben und zurücktreten. Sein Nachfolger wurde Robert Zoellick. Und wo war Zoellick vorher? Richtig, bei Goldman Sachs. Zoellick sollte aber nicht verwechselt werden mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch. Aber auch Robert Zollitsch ist in diesem Netzwerk integriert. Peter Sutherland saß nicht nur im Vorsitz bei Goldman Sachs international und in der Trilateralen Kommission, sondern war auch noch Berater der Apostolischen Güterverwaltung mit Sitz in Rom. Und dort ist auch Robert Zollitsch zu finden. Goldman Sachs hat aber auch noch andere interessante Vernetzungen, zum Beispiel Petros Christodoulou war bei Goldman Sachs und wurde Chef der griechischen Schuldenagentur. Oder Charles-Henri de Croisset war 7 Jahre lang bei Goldman Sachs und überwachte anschließend in Frankreich die Finanzaufsicht. Oder Philip D. Murphy, der 23 Jahre bei Goldman Sachs war und daraufhin US-Botschafter in Berlin wurde. Philip D. Murphy war auch Mitglied der Atlantikbrücke.
Die Atlantikbrücke ist ein deutsch-amerikanisches Elitennetzwerk. Da sitzen Politiker, Finanzhaie und Journalisten, die zusammen eine Denkfabrik bilden. Diese Leute kümmern sich auch um den politischen Nachwuchs der Zukunft. Die Atlantikbrücke hat Young Leadership Förderprogramme. Von diesen Förderprogrammen profitiert haben zum Beispiel Cem Özdemir von den Grünen oder Julia Klöckner von der CDU. Aber die Atlantikbrücke hat auch Christian Wulff und Silvana Koch-Merin gefördert. Weitere Mitglieder der Atlantikbrücke sind Goldman Sachs-Chef Deutschland Alexander Dibelius und Kanzlerin Angela Merkel, die sich allerdings auch ganz direkt von Alexander Dibelius beraten lässt. Und hier finden wir Robert Rubin. Er war einmal Finanzminister unter Bill Clinton. Wo kam er her? Genau, von Goldman Sachs. Was machte Robert Rubin anschließend? Er beriet Timothy Geithner, den 2012 amtierenden US-Finanzminister. Allerdings war Geithner nur bis Januar 2012 im Amt. Da Geithner selber noch nicht bei Goldman Sachs war, hatte er wie durch einen Zufall einen ganz engen Mitarbeiter, Mark Patterson. Wo kam Mark Patterson her? Von Goldman Sachs. Timothy Geithner war im Übrigen auch Mitglied der Trilateralen Kommission und Mitglied im Council on Foreign Relations. Das Council on Foreign Relations ist eine der mächtigsten Denkfabriken der Welt. Da sitzen 3000 bis 4000 wirklich mächtige Drahtzieher, die in ihren Sitzungen gezielt die Zukunft der Welt gestalten. Wer bezahlt die alle? Wo kommt das Geld für das Council her? Unter anderem von Goldman Sachs. Mitglied im Council on Foreign Relations war 2012 auch Henry Paulson. Zuvor war er Finanzminister unter George W. Bush und noch davor war er der alleroberste Chef von Goldman Sachs. Paulson war daher sehr gut vernetzt mit Gerald Corrigan. Corrigan war der Chef der amerikanischen Notenbank. Dieser war anschließend bei Goldman Sachs und zugleich Mitglied des Council on Foreign Relations und ebenso Mitglied der Group of 30. Die Group of 30 ist ein Nobelclub der Finanzelite, dem Corrigan angehört. Und wer ist noch in der Group of 30? Mario Draghi. Auch Mario Draghi war zuvor bei Goldman Sachs. Anschließend wurde er Chef der Europäischen Zentralbank, kurz EZB. Ebenfalls bei der EZB war der Würzburger Ottmar Issing, ein jahrelanger Chefökonom und Berater von Kanzlerin Merkel. Anschließend beriet Ottmar Issing Goldman Sachs. Und deswegen ist Issing vernetzt mit Jean-Claude Trichet. Hier die Verbindung, der Vorgänger von Draghi. Anschließend saß er in der Group of 30 und in der Trilateralen Kommission. Und deswegen kennt er auch Lukas Papademos und Mario Monti. Jeder kennt ja jeden. Und auch Robert Zoellick und diverse andere bekannte politische Persönlichkeiten konnten als Mitglieder der Trilateralen Kommission und der Group of 30 ausgemacht werden. Wenn also die Politik derart von der Finanzelite durchzogen ist, darf sich niemand wundern, wenn die Völker nicht zu ihrem Besten, sondern zum Besten rücksichtsloser Geldspekulanten und Wirtschaftsbosse regiert werden. Angesichts stets neuer, milliardenschwerer Einbußen des Volksvermögens durch solche Großspekulanten kann aus der Sicht des Bürgers nur noch von ständigen kapitalen Großverbrechen geredet werden. Doch welche Instanz setzt solchen Volksschädlingen ein Ende, wenn sich weder Staatsanwaltschaft noch der Staatsschutz oder ein höheres Gericht dazu bewegen lassen? Absolute Transparenz muss gesetzt werden. Die Völker haben ein Recht zu wissen, welcher ihrer Politiker in welchem Vorstand sitzt und mit wem er vernetzte Geschäfte treibt. Straftatbestände wie etwa kapitale Großverbrechen, Voreingenommenheit oder hochgradige Interessenkonflikte dürften hier gerade einmal als Spitze eines Eisberges an der Tagesordnung sein. Bleiben Sie daher dran unter Bildung unzensiert. Teil 2 zum Thema Eine Bank lenkt die Welt bringt es auf den Punkt. Da geht es sozusagen ans Eingemachte. Herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Seit 5 Jahren steht die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs für sämtliche Exzesse und Entgleisungen der Finanzspekulation. Durch hochspekulative Geschäfte mit der Zahlungsunfähigkeit der amerikanischen Privathaushalte konnte sich die Bank an der aktuellen Finanzkrise bereichern und wurde dank ihrer politischen Verbindung selbst vor dem Bankrott bewahrt.
Goldman Sachs ist mehr als eine Bank. Sie ist ein unsichtbares Imperium, dessen Vermögen mit 700 Milliarden Euro das Budget des französischen Staates um das Zweifache übersteigt. Sie ist ein Finanzimperium auf der Sonnenseite, das die Welt mit seinen wilden Spekulationen und seiner Profitgier in ein riesiges Casino verwandelt hat. Mit weltweit einzigartigen Verflechtungen und einem Heer aus 30.000 Bankern konnte Goldman Sachs auch in den letzten 5 Krisenjahren kräftige Gewinne einstreichen, seine Finanzkraft weiter ausbauen, seinen Einfluss auf die Regierung stärken und sich von Seiten der amerikanischen und europäischen Justiz völlige Straffreiheit zusichern. Das Geschäftsgebaren der Bank ist überaus diskret. Ihr Einfluss reicht weit in den Alltag der Bürger hinein. Vom Facebook-Börsengang über die Ernennung des Präsidenten der Europäischen Zentralbank bis hin zur Lobbyarbeit gegen die Regulierung des Finanzsektors. Laut den Forschungsergebnissen renommierter Wissenschaftler ist die Ursache für die Klimaerwärmung nicht auf den Menschen zurückzuführen. Wir berichteten ausführlich zum Thema in der Sendung Pariser Klimakonferenz »Stehen wir vor einer menschgemachten Katastrophe?« Heute gehen wir der Frage nach, wem es nützt, wenn der vermeintlich durch CO2 verursachte Klimawandel mit gewaltigen finanziellen Mitteln bekämpft werden soll. Zuerst betrachten wir, welche verbindlichen Klimaziele zur CO2-Begrenzung auf dem Klimagipfel von Paris erreicht werden sollten. Fossile, das meint nicht erneuerbare Rohstoffe zur Energiegewinnung wie die Kohle und das fälschlicherweise als fossil eingestufte Öl und Gas, sollen zurückgefahren werden. Dafür soll in erneuerbare Energien sowie in die Energiegewinnung durch Wind und Sonne investiert werden. Möglichst alle 195 Länder sollten zu verbindlichen Zusagen hinsichtlich der Klimaziele bewegt werden. Zudem sollen die reichen Industrieländer ärmere, angeblich infolge des Klimawandels leidtragende Entwicklungsländer finanziell unterstützen. An dieser Stelle sei kurz erwähnt, dass es sehr wohl gravierende Umweltprobleme in den Entwicklungsländern gibt. Zum Beispiel Dürre, Überschwemmungen infolge massiver Abholzung. Diese haben ursächlich jedoch nichts mit dem CO2-Ausstoß zu tun. Wie wirkt sich nun die weltweit vereinbarte CO2-Begrenzung finanziell aus? Nun, bereits ab 1997 wurde per Kyoto-Protokoll eine Begrenzung des Ausstoßes sogenannter Treibhausgase festgeschrieben. Jedem Unterzeichnerland wird ein bestimmter Grenzwert für Emissionen, also den Ausstoß dieser Gase, zugestanden, der nicht überschritten werden darf. Inzwischen hat sich ein reger Handel mit sogenannten Emissionsrechten bzw. CO2-Zertifikaten herausgebildet. Unternehmen, die ihr CO2-Kontingent überziehen, können sich von anderen Unternehmen, die ihre Kontingente nicht ausschöpfen, freie Kontingente kaufen. Oder sie gehen an Handelsbörsen, wo inzwischen kräftig mit Emissionspapieren spekuliert wird. Nach den Regeln von Angebot und Nachfrage ist bei ständig verordneter Senkung des CO2-Ausstoßes ein satter Preisanstieg für Zertifikate in Billionenhöhe vorprogrammiert. Der Großteil des Emissionshandels wird durch die US-Terminbörse ICE Futures US kontrolliert. Diese ist fest in den Händen großer Banken wie Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America und Citigroup. Betrachtet man das enorme Gewinnpotenzial des Emissionshandels, wird man schnell verstehen, warum alle Hebel in Bewegung gesetzt wurden, um möglichst alle 195 Teilnehmerländer der Klimakonferenz zur Senkung ihrer CO2-Emissionen zu bewegen. Durch eine beispiellose Lobbyarbeit und Medienpropaganda sowie durch Versprechungen von Milliardeninvestitionen an arme Länder konnte eine Akzeptanz für die angeblichen Klimarettungsmaßnahmen erreicht werden. Sind erst einmal genügend viele Länder dabei, kann man allmählich zur weltweiten Klimadiktatspirale übergehen. Nun zeichnet sich ab, zu was für einem gigantischen Macht- und Kontrollapparat sich dieser Klimarat entwickelt, indem er ein System von CO2-Emissionsgrenzen global durchsetzt. Dies läuft auf nichts Geringeres hinaus als auf die totale Kontrolle der globalen Energieproduktion, wobei schlussendlich wenige große Banken die Nutznießer sind.
Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.